Ja, damit ein recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von einem ganz anderen Simulator, zum neuen Simulator, den ich jetzt bisher noch nicht hier gezeigt habe auf dem Kanal. Mal kurz gucken, wie der heißt. Genau, so heißt. So, genau, Funfair Ride Simulator heißt er. 3. Ja, das ist so eine Art Virtual Rides, wie Virtual Rides 3, nur ein bisschen anders, halt wie als Virtual Rides 2, wie man sieht, ist es, ja, hier ist es halt ohne Musik, was ich scheiße finde. Man kann nur sowas machen. Ich finde es kacke, dass es so ohne Musik ist. Ja, ich würde mal sagen, wir testen mal eine Runde. Wir machen hier mal so eine kleine Testfahrt. Und ja, schließen wir jetzt die Bügel. Leute sind drinnen. Und dann sollte das Fahrgeschäft abdancen. Ja, hier. Zum Beispiel, das ist neu. Ja, Weihnachten haben wir noch nicht. Genau. Genau. Ja, wie gesagt, wenn euch natürlich der Simulator gefällt, den könnt ihr euch bei Steam, glaube ich, holen. Müsst ihr mal eingeben, Funfair Ride Simulator 3. Müsst ihr mal einfach eingeben. Vielleicht findet ihr den ja. Ja, und dann könnt ihr den auch zocken. So, dann gehen wir mal nach oben. Mit den, aber mit der Krake. Geht's ab. Ja, man, und noch was, was ich euch gleich zeige. Ich werde euch das mal gleich zeigen. Ja, läuft ja wie ein geschmierter Blitz. Ja, was mich halt nur frustriert, also meine Meinung, ist toll, dass man sowas hier macht und so. Nur das Einzige, was mir fehlt, ist die Musik. Aber sonst ist alles cool hier. Eine Simulation. Ich habe sonst nichts weiteres zu meckern. Hier ist sogar ein Autoscooter, aber den man leider nicht betreiben kann. Schade. Ich glaube, dann wäre es die erste Simulation, wo man einen Autoscooter betreiben könnte. Ja. Das Einzige, was ich ja doof finde, ist halt die Musik. Die fehlt einfach. Das ist das Einzige, was doof ist. Aber sonst ist alles okay an der Simulation. So, und dann fahren wir das Ding wieder mal runter.
So, Bügel offen. Gehen sie alle wieder raus. Ja, und zwar hat der liebe Connor mir was gefragt. Der Connor hat mich gefragt, wie viel kostet OMSI 2? Es ist verschieden, also ihr könnt OMSI 2 heute überall kaufen. Wenn ihr den zum Beispiel bei eBay kauft, kriegt ihr den, also wenn er gebraucht ist, kriegt ihr den für 25 oder meist so, ja, 25 bis 30 Euro. Meist auch für 20, ja, ich bin da nicht so, ich schätze mal einfach so. Und wenn er gebraucht ist, könnte sein, dass vielleicht dieser OMSI auch schon dann nicht mehr geht. Oder ihr kauft OMSI original verpackt und neu mit, ja, bei Amazon für 30 Euro. Oder ihr kauft, so wie ich es gemacht habe, OMSI 2 über Steam kaufen. Und über Steam kostet OMSI 2 auch so um die 20, 25 Euro, glaube ich. Ja, einfach auf Steam gehen. Da findet ihr auch die anderen Add-ons dann zu OMSI. Und auch dann OMSI 2, den könnt ihr euch dann da gerne herunterladen. Müsst natürlich auch bezahlen. Über Konto geht das dann. Die ziehen dann von eurem Konto dann das Geld ab. Genau. Ja, so ist das. Das war deine Frage, die du beantwortet hast, lieber Connor. Grüße gehen natürlich an dich, mein Lieber. Bleib fit und so. An den lieben Rüdiger und auch an die lieben Zuschauer, die mir hier immer zuschauen. Viele Grüße da draußen, liebe Leute. Danke, danke, dass ihr immer zuschaut und immer dabei seid, wenn ich wieder mal ein Stream gemacht habe. Ja, es werden sich auch in den Ferien jetzt viele Sachen ändern. Zum Beispiel wird sich ändern, dass ich vielleicht mal bald einen Livestream starten werde. Denn dieser Kanal wird gut erkannt. Und weil es auch ein freundlicher Kanal hier ist und so, meine ich, wir können ja zum ersten Mal irgendwie dann, wenn das geht, ich versuche daran zu arbeiten, einen Livestream zu machen. Und ja, wann der Livestream kommen soll oder kommt, weiß ich noch nicht. Das wird spontan entschieden. Man muss sich einfach nur bei YouTube anmelden. Dann geht das, glaube ich, schon. Ja. Ansonsten habe ich weiteres nicht mehr zu sagen. Ja, wie gesagt, Connor, du kannst auch über Steam OMSI 2 kaufen, dann brauchst du keine, dann hast du keine CD, denn dann hast du OMSI 2 direkt auf dem PC und dann brauchst du halt nicht so eine CD zu kaufen. Ja? Naja, aber du kannst jetzt entscheiden, ob du es entweder über eBay kaufst oder bei Amazon. Amazon natürlich für 30 oder 25 Euro, je nachdem. Also ich habe es für 30 Euro gesehen. Ganz schön teuer. Wenn man mal so überlegt, aber es geht eigentlich. Ja, zum Beispiel wie das Add-on Metropole Ruhr, aber jetzt haben wir ja Sommerferien. Da sind die bei Steam die Sachen, die Add-ons bei Steam und auch OMSI 2 30% runtergelegt. Auf 17 Euro, 20 Euro. Ja, was vorhin 34 Euro war, kostet jetzt 17 oder 20 Euro. Zum Beispiel Metropole Ruhr kostet jetzt statt 34 oder 36 Euro jetzt nur noch 20 oder 17 Euro. Ja, Leute, greift zu in diesem Sommer bei Steam, bei den Add-ons, da könnt ihr euch gern zugreifen. Ja, könnt ihr gerne zugreifen, da gibt es viel
Ich habe mir zum Beispiel Aachen geholt, wie ich schon gesagt habe. Und Aachen, ja, da werden wir mal morgen gucken. Also heute. Ja, so gegen 9 Uhr werden wir uns Aachen ein bisschen angucken. Bei mir ruckelt meistens die Karte ein bisschen, aber es geht. So läuft es eigentlich ganz gut. Ich bin schon eine Linie gefahren und so, bla 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 und dies und das. Ja, falls euch dieses Video hier gefallen hat und die Informationen zu OMSI 2 und Steam gefallen hat und auch hier dieser Simulator hier gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da, lasst doch gerne, wenn ihr neu seid, ein Abo da. Ich würde mich total gerne über ein Abo freuen. Über ein Like freue ich mich auch. Und dass ihr einschaltet, freue ich mich sowieso. Und ja, wenn ihr irgendwas über diesen Simulationen zu sagen habt, wenn ihr eure Meinung gerne sagen wollt zu diesem Simulator hier, dann schreibt eure Meinung doch gerne in den Kommentare. Das würde mich freuen. Dann kann ich ja auch ein bisschen gucken, na, was könnte man denn mal verbessern. Ne? Ja. Wie gesagt, ich habe weiteres nicht mehr zu sagen. Wie gesagt, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und so, ja. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Ja, einen schönen Morgen, schönen Tag, schönen Abend. Ich weiß ja nicht, wann ihr das Video guckt. Und dann haut rein. Und wir sehen uns bis zum nächsten OMSI-Video. Ciao, ciao, euer Chemist Marlon.